Mit diesem Lied ist Stefan Sulke in den 80ern nicht nur in Deutschland berühmt geworden. Der Schweizer Liedermacher ist multitalentiert und ist außerdem Buchautor und Maler. Ein Künstler generell ist jemand, der ein Bedürfnis hat, sich auszudrücken. Und sie können Dinge sagen mit Liedern, die sie nicht sagen können mit Bildern, aber umgekehrt auch. Ein Lied braucht eine gewisse Zeit, bis es ins Herz reingeht, während ein Bild das innerhalb von einer Zehntelsekunde macht. Sie gucken ein Bild an und es macht Peng. Somit ist die Malerei das noch direktere Medium zum Betrachter, um eine Botschaft rüberzubringen. Sie können lachende Dinge in ein Bild hineinstecken, die sie in ein Lied nicht so leicht hineinkriegen. Also ich finde, es braucht beides. Uns zeigt Stefan Sulke in seinen Bildern einen Teil seines Lebens. Darin steckt viel Ironie, Humor, aber auch eine unausweichliche Härte, was seine Stärke ausmacht. Entweder du lachst oder du erschießt dich. Also ich bin auch überzeugt, dass es die Götter, so es die denn geben sollte, auch wesentlich mehr Humor haben, als wir uns das so vorstellen können. Es gibt etwas Lachhaftes am Leben. Das Leben hat etwas Lachhaftes. So viele Dinge wirken für uns so wichtig heute und übermorgen merken wir, sie waren gar nicht so wichtig. Und in dem Sinn wird wahrscheinlich das schon eine gewisse Stärke für mich sein, ja. In Baden-Baden hat Sulke die Möglichkeit bekommen, seine Bilder in einem großen Bankhaus ausstellen zu können. Passt gut jetzt in die Frühlingszeit, haben ja viele gesagt, dass diese Tiefsinnigkeit und Witzigkeit der Bilder und die Farbenfreude was ganz Herausragendes sind. Der Musiker ist zurzeit mit seiner aktuellen CD Enten hätte ich züchten sollen auf Deutschland-Tournee. Auch in Baden-Baden hat er im Kurhaus ein Konzert gespielt. Immer auf Achse und immer unter Menschen. Der 68-Jährige verrät uns sein Lebensmotto. Ich weiß nicht, ich kann nicht sein, ohne irgendetwas zu tun. Also ich muss mich die ganze Zeit irgendwie ausdrücken.